Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir machen heute diesen Waffelkuchen hier und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir fangen am Anfang mal mit dem Waffelteig an. Hierzu schmelze ich schon mal etwas Butter. Während die schmilzt, gebe ich schon mal die Eier in die Schüssel. Ich brauche hier zwei Stück. Das gibt dann ungefähr so 5 bis 6 Waffeln. Auf die Eier kommt noch etwas Vanillezucker obendrauf. Dann kommt noch etwas Mehl hinein, etwas Milch, die geschmolzene Butter. Und dann geht's auch schon ab in die Küchenmaschine. Alles gut verrühren, volle Pulle, damit das auch schön gleichmäßig wird. Und wenn der Teig fertig ist, schaut er ungefähr so aus. Mehr kommt auch gar nicht hinein. Schmeckt wunderbar. Hier ist dann mein Waffeleisen. Das ist ein etwas älteres Modell. Ich bepinsel hier die Fläche mal mit etwas Öl, damit die Waffeln sich auch nachher noch gut lösen. Gebe dann mal hier so einen Schöpfer hinein, schließe das Waffeleisen dann und warte ungefähr so 1,5 Minuten. Bitte auch nicht vorher aufmachen, denn sonst bäckt sich die Waffel nicht richtig fest und wird in der Mitte aufgeteilt und ein Stück bleibt oben und unten hängen. Also wartet die 1,5 Minuten und dann habt ihr hier so eine wunderbare Waffel, die auch super rausgeht. Ich backe jetzt hier mal alle durch, hat bei mir super geklappt. Am Ende schaut das so aus. Ich habe jetzt hier 5 Waffeln für den Kuchen und die 6. haben sich die Kinder geschnappt, also aus dem Rezept habe ich 6 Waffeln bekommen. Während die auf dem Teller noch auskühlen, machen wir auch gleich schon mal weiter. Und zwar gießen wir mal die Kirschen ab, damit die noch etwas abtropfen können, geben dann etwas Sahne in eine Schüssel, schlagen die schon mal auf, einfach volle Pulle aufdrehen, die Küchenmaschine macht das schon. Während die Sahne aufschlägt, geben wir noch etwas Sahnesteif hinein. Nachdem ich 2 Packen Sahne hatte, gebe ich auch 2 Packen Sahnesteif hinein. Dann kommt bei mir noch etwas Kirschsaft. Der gibt der Sahne noch etwas Geschmack und Farbe. Und hier seht ihr vielleicht schon, wenn man immer nebenbei filmt, dauert das manchmal ein paar Sekunden länger und die Sahne ist etwas überschlagen. Da ich keine andere mehr daheim hatte, musste ich die jetzt leider nehmen. Aber sie schaut nur etwas grieselig aus, geschmeckt hat sie noch relativ gut. Also nichts dabei denken, wenn ich damit weiterarbeite. Um den Kuchen jetzt aufzubauen, gebe ich schon mal die erste Waffel auf einen Teller, streiche hier die Sahne obendrauf, lege dann noch eine Waffel obendrauf und gebe wieder eine Sahne obendrauf. Das mache ich jetzt mal ganz durch, bis der Kuchen bis oben aufgebaut ist. Die Sahne sollte auf jeden Fall ausreichen. Die drückt sich auch bei den Waffeln immer so in die Gräben und die Löcher rein. Das funktioniert ganz gut. Ganz am Ende gebe ich dann die ganze Sahne obendrauf und dann verstreichen wir die noch schön rundherum um den ganzen Kuchen. Das muss jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen, wenn ein bisschen Sahne überall dran ist, das sollte das schon reichen. Bei mir schaut das so aus, macht sich schon mal ganz gut, man sieht natürlich etwas, damit die Sahne überschlagen wurde, aber da müssen wir jetzt durch, das könnt ihr ja auf jeden Fall besser machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das auch schon ab und zu mal passiert ist. Für die Verzierung schmelzen wir auf jeden Fall noch etwas Schokolade, ich hack die hier mal klein, einfach schön mit dem Messer klein machen, dann gebe ich die mal in eine Tasse. Gebe noch einen Schuss Milch oben drauf und das Ganze geht mal kurz ab in die Mikrowelle. Nicht zu heiß machen und nicht zu lang und dann schaut es ungefähr so aus. Das müsst ihr jetzt gut umrühren und während die Schokolade wieder abkühlt, machen wir schon mal mit den Kirschen weiter bzw. schauen, dass die etwas eindicken. Hierzu habe ich etwas Wasser und etwas Speisestärke und rühre das mal gut an. Einfach immer schön umrühren. Das gibt dann hier so eine weiße flüssige Masse. Ungefähr in der Konsistenz könnt ihr es auch machen. Den Kirschsaft lasse ich dann mal aufkochen. Wenn der aufkocht, gebe ich mir einen Schuss von der weißen Stärkemasse hinein und sofort gut umrühren. Ihr seht hier schon, das dickt bei mir hier sehr schnell ein. Es war wohl zu viel Stärke, denn es hat auch wieder Klümpchen gebildet. Daher gebe ich das mal durch einen Sieb, damit ich die ganzen weißen Klumpen raus habe. Wer weiß, was ich hier falsch gemacht habe, außer dass ich vielleicht zu viel von der Masse genommen habe, kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, damit das Ganze beim nächsten Mal besser abläuft. Ich drücke das jetzt auf jeden Fall mal hier durch den Sieb, schaut dann am Ende so aus, also die weißen Klumpen sind draußen, das passt jetzt schon. Da gebe ich jetzt noch ein paar Kirschen hinein, einfach ein paar oben drauf geben, dann rührt ihr das mal durch, einfach gut durchrühren und wenn die Masse etwas abgekühlt ist, damit sie unsere Sahne nicht schmilzt, gebe ich die Kirschen mal oben drauf, schön verteilen, so eine Schicht Kirschen macht sich da immer ganz gut. Oben drauf gieße ich noch etwas von der weißen Schokoladenmasse. Ihr könnt das hier allerdings auch mit dunkler Schokolade machen oder nur mit Schokolade, das ist euch überlassen. Und so schaut mein Waffelkuchen dann aus. Macht sich schon mal ganz gut, die Schichten halten schön, es ist keine Waffel runtergerutscht und die Kirschen halten auch oben drauf.
Die Schokolade war allerdings noch etwas zu flüssig, da ist etwas auf die Seite gelaufen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich schneide ihn jetzt auch gleich mal an, einfach hier hineinschneiden, ein Stück herausschneiden. Dadurch, dass wir hier so viele Waffelschichten haben, muss man das Ganze schön vorsichtig machen, damit er nichts verrutscht. Der Schnitt ist aber relativ sauber, wie ihr seht, macht sich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Man sieht auch schön die Sahne zwischen den Waffeln, hat sich also gut verteilt und gut verdrückt, ist ein schönes, tolles Ergebnis. Von der Höhe finde ich ihn auch ganz gut, 5 Waffeln sind hier ausreichend. Mehr würde ich glaube ich nicht nehmen. Ich probiere das ganze Ding jetzt auch mal. Einfach mit der Gabel reinstechen geht nicht, denn wenn man einen Waffelboden nicht richtig durchtrennt hat, dann zieht das den ganzen Kuchen um. Also geht lieber quer und macht die Stücke vorsichtig. Und wie es dann in echt immer so ist, zerrutscht das Ganze doch irgendwann. Schmecken tut er auf jeden Fall gut. Ich wollte euch aber auch hier mal zeigen, damit man das nicht immer so gut essen kann und manche Sachen auch einfach mal umfallen und das nicht immer alles so ist, wie man es auf Instagram oder irgendwo im Video meistens sieht. Von dem her wollte ich euch das hier schon auch mal zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall mal, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Waffelkuchen gemacht habt oder ob ihr die immer meistens gleich esst und dann keine mehr für den Kuchen übrig habt. Jetzt könnt ihr gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen und dann bis zum nächsten Mal.